Moin Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir haben das letzte Mal den großen Alebrire getötet und festgestellt, dass hier gar niemand ist, was uns interessiert in diesem Regentempel. Wir waren vollkommen umsonst hier und wir müssen zurück nach Santa Lucita. Außerdem haben wir im letzten Part uns so ein geiles Kostüm geholt, mit dem wir jetzt aussehen wie eine Frau, was natürlich heftigst für Einschaltquoten sorgen dürfte. Hier haben wir den Herzteil und Münzen, das freut mich auch sehr. Als Belohnung für den geklärten Dungeon. Und jetzt können wir hier auch reißen mit der geilen Kopfnuss. Yes! So, und das müsste eigentlich wieder eine Abkürzung zurück zum Eingang sein. Und diese Eulenstatue ist bestimmt wieder eine Anspielung an Ocarina of Time oder so. Keine Ahnung, es gibt bestimmt auch andere Spiele, wo Eulen vorkamen. Das finde ich an so Indie-Titeln immer ganz interessant, dass es solche Anspielungen gibt. So, benutzen wir mal das erste Mal das Teleport-System hier. Da, wo wir überall so einen komischen Stein, so eine Steinfratze getroffen haben, können wir uns hin teleportieren. Aber momentan haben wir nur hier Santa Lucita zur Auswahl, deswegen gehen wir dahin. Whee! Ich weiß Bescheid, Hombre, keine Flüssigkeiten über 100 Milliliter. Aha. Santa Lucita! Sagt uns die Karte irgendwas? Nee, ich soll einfach nur nach hinweisen. Ach doch, da, ich sehe doch dieses leuchtende Fragezeichen, welches verdeckt ist von dem Notausgangsschild. Was war hier eigentlich? Regentempel. Da war ich doch gerade. Nee, da will ich nicht nochmal lang, oder? Gibt es hier was Neues? Gibt es hier Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe beim ersten Mal? Sieht eigentlich halbwegs geklärt aus, aber eine Sache möchte ich nachgucken. Ach so, nee, das da oben war in der anderen Phase. Okay, dann gibt es hier nichts weiter zu begutachten für uns. Wir gehen nach Santa Lucita. Mal gucken, was es hier Neues gibt. Sierra. Ja, hier kann man den Walljump allerdings nicht so wie in Metroid machen, dass man wo nur die Wand auf einer Seite ist, dass man da unendlich lang springen kann. Das ist natürlich traurig. So, wo muss ich eigentlich lang? Noch ein bisschen. Noch ein bisschen weiter. Hernandos. Da muss ich hin. Das ist jetzt geöffnet. Stimmt, damals, als wir hier waren, war das ja in Renovierungsarbeiten und deswegen geschlossen. Oh, Barman. Das hier ist doch einer von den komischen Leuten, die auch die Mansion del Presidente überfallen haben. Flammenkopf oder so hieß der. Barman! Bekommt man hier überhaupt etwas zu trinken? Er nimmt sich auch selber was. Coole Stiefel übrigens. Du Junge, bringst du meinen Tequila? Was ist das? Sowas wie ein Witz? Was für eine lächerliche Pose war das denn? Nur eine Lu... Noch ein... Noch... Was? Noch ein Luschachadore, der verbrannt werden will. Wie die widerlichen Huevos Lancheros, die hier als Essen durchgehen. Barkeeper! Ah, verfluchte Kopfschmerzen. Die Prohibition in meinem ersten Leben war echt übel, ey. Ich wäre tot geblieben, hätte ich gewusst, dass das alles ist, was die Gegenwart zu bieten hat. Jetzt ist die Zeitpunkt zum Weglaufen. Oder der Zeitpunkt, können wir auch sagen. Was willst du überhaupt von mir? Wenn du es unbedingt wissen willst. Der Teufel hat mich verflucht, so dass mein Kopf ewig von Flammen umgeben ist. In meinem ersten Leben dachte ich, Menschen zu verbrennen würde ihm schmeicheln. Aber offenbar muss er zweikhaft der Einzige sein, der andere leiden lässt. Oder er war es zumindest, bis Kalaka ihm am Ende bereitete. Leider kann ich meinen Fluch niemals brechen. Aber wie ich im Leben... Wie im Leben macht ein Drink etwas alles erträglicher, ne? Und so. Es gibt zwar keinen Schnaps in der Hölle, aber... Sind die Welten erst vereint? Oh, was wird das Feuerwasser fließen? Okay, das macht er so lange, bis man wegdrückt. Du hast mich wirklich zum Lachen gebracht, Luchador, aber du hast auch mehr als genug meiner Zeit verschwendet. Dieser Kater verschlimmert jeden vergeudeten Moment und ich freue mich nicht gerade darauf, den ganzen Nachmittag in der Wüste zu braten. Du nimmst doch einen Abschiedsschuss mit mir, oder? Ach so. Was soll das? Keine Munition mehr. Weil er gerade beim Lachen so ausgeflippt ist mit seinen Pistolen. Tja, das Schicksal hat dich verschont, Luchador. Aber glaube mir, du wirst es noch bereuen, wenn die Zeche kommt. Hier, kauf dir einen Drink. Entspann dich hier lieber ein wenig. Ich versichere dir, dass in der Wüste nichts Interessantes vorgeht. Yes, $15.
Aha, wir müssen in die Wüste, um das Flammengesicht zu verfolgen. Aber hier gibt's doch was. Eine Chozo-Statue! Hallo, Herr Ziegenmann. Echt toll, wie du Flammengesicht losgeworden bist und all das, aber ich wollte dich etwas... Jetzt lass bitte meine Mutter auf dem Spiel. Wurdest du als Kind von Chozo-Statuen gemobbt oder so? Du scheinst ihn nämlich unbedingt zertrümmern zu wollen, Mann! Ich sollte dich hier ein Weilchen verrotten lassen. Ich bekam aber noch zu spät zu meinen Soaps. Verwende nach unten und B in der Luft, um einen patentierten Frosch-Slam auszuführen. Einfach so im Nebensatz erwähnt. Frog-Slam! Yes, Alter, so geil. Jetzt geh, Luchador, ich muss los. Meine anderen Statuen, beschützen. Oder irgend sowas. Boah, das sieht ja fast cool aus. Bauchplatscher. Hallo, bist du hier? Bist du eine Geisel, die hier eingesperrt ist die ganze Zeit? Willkommen, hier lebe ich mit meiner Fasssammlung. im Schutz der Bar. Was ist er denn für einer? Random Dude, ey. Achso, oh, hier, Walljumpen, ey. Zack! Da ist bestimmt was Geiles drin. Das Grauen, das Grauen! Nein, Fassreifen! Was passiert, wenn man alle kaputt macht? Halt nicht, Fässchen Rundecke! Ne, der kleine Fabian, das Fässchen! Und jetzt? Jetzt habe ich alle kaputt gemacht. Bist du jetzt böse oder was? Sagst du jetzt was anderes? Contra, ganze Sammlung verloren. Pro, Zeit für einen Neuanfang. Okay, der ist zumindest optimistisch. Wir haben ihm gerade sein einziges Hobby kaputt gemacht. Es tut mir leid, aber naja, kann man nichts machen, ne? So, jetzt haben wir zwei Wege zur Auswahl. Hä? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ah, das war die richtige Wahl. Denn hier ist eine Schuhe mit epischen 500 Dollar. Geile Scheiße. So, aber jetzt können wir den eigentlichen Weg auch weitergehen, ne? Also diesen Ground Slam finde ich ja schon ganz cool, muss ich sagen. Wir haben jetzt einen Upward Slam und einen Down Slam. Coole Wurst. Zack. Konnte man hier vorher auch nicht rein? Wir müssen jetzt jedenfalls in die Wüste. Desierto Caliente ist das Ziel unserer Reise. Okay, können wir machen. Wenn ich den Weg dahin finden würde. Ja, das wäre... gibt es vielleicht beim Combo-Chicken was Neues zu lernen? Hallo? Ah, der Wissensdurst des Kriegers ist nicht leicht zu stillen. Möchtest du ein Training fortsetzen? Ja, aber sicher. Ne, das war nicht so cool. Aber das ist ganz cool, diese Challenges hier. Wie soll das gehen? Der fliegt doch immer weg. Ey, hier, oh Mann. Ich muss den erst gegen eine Wand drängen oder so. Aber der fliegt doch immer weg sonst. Mann! Jetzt komm her, du. Hä? Jetzt? Ah, so geht das. Oh ja, die Komplexheit der Kombos ist ja auch gar nicht angestiegen gerade. Oh Mann. Das ist kompliziert, Leute. Nein. Oh, das war fast gut. Yes, Alter. Voll gegen die Decke geballert. Der muss echt ein hartes Leben haben, dieser Typ. Ah, nein. Fast. Ah. So. Yay, das konnte ich bisher hierhin spüren. Oh, danke für das Geld. Ah, der Wissensdurst. Ich möchte mein Training fortsetzen, bitte. Also, das hier macht echt Bock, auch wenn es teilweise hart ist. Und, ach so, man bekommt immer hier neue Sessions, die man hier lernen kann, wenn man einen neuen Move gelernt hat. Weil hier ist jetzt der Ground Slam auch eingebaut in dieser Combo. Ah! Ah! Das ist schwer. Ah, jetzt komm, das kann nicht wahr sein. Nein! Ah. Der fliegt immer so ein bisschen aus der Reichweite, was ein bisschen blöd ist. Nee, alles klar, kann nicht wahr sein. Ich kann meine Zeit nicht an dir verschwenden hier. Wir können auch gar nicht das Haus verlassen, merke ich gerade. Also wir müssen den jetzt besiegen. So,
Tschüss. Was zum Hör... Oh, diese Kombos. Dieser linke Trigger, ey. Warte mal, ich probiere es erstmal so. So, 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 so. Was um alles in der Welt ist das für eine Combo? Ah. Das geht gar nicht, glaube ich. Ich glaube, das geht nicht. Hä, was war da denn jetzt falsch? Ich glaube, die ist zu hart für mich. Ich glaube, die schaffe ich nicht. Kann ich das Ding verlassen? Der Gegner ist zu zäh für mich. Komm wieder, wenn du es erneut versuchen willst. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock, hier 1000 Jahre meines Lebens an dieser Combo zu verschwenden, die ich niemals im Leben schaffen kann. Deswegen gehen wir einfach in Richtung Desert. Jo, ab in die Wüste. Da ist nämlich unser nächstes Ziel. Desierto Caliente. Mit Postern, die wir alle schon kennen. Ich weiß immer noch nicht, was das hier für ein Poster ist. Aber egal. Oh, Busted Bill. Was bist du denn für eine scheiß Pflanze hier? Und jetzt kommen sogar schon Drachen. Falsches Spiel oder was? Ach, das ist gar nicht so eine Pflanze, wie ich sie bisher kannte. So. Tschüss, Mann. Autsch. Alter, lebt noch. Das ist ja... Ah, die Gegner hier sind ein bisschen zäh. Das gefällt mir nicht so gut. Ich laufe einfach weg. Das ist nämlich sehr heroisch immer. So. Zack! Oh. Suche in der Wüste nach Flammengesicht. Ja, kann ich machen. Oh, jetzt sind hier die epischen Cactus Brothers. Kann ich nicht einfach an der Seite hier vorbei mich mogeln? Nee, scheinbar nicht. Okay. Ich sehe schon so halbwegs, was man machen muss. Man muss diese Dinger grabben. Und die damit bewerfen. Haha. Boomerang. Autsch, jetzt ist hier noch so ein Gegner. Was ist der denn auf einmal für einer? Ach, das ist so ein schneller auch noch. Oh Mann, das mag ich ja gar nicht gerne. Der macht mich platt, glaube ich. Ah, nein. Es geht doch mal weg hier. Ach so, mit dem kann ich das auch machen. Das ist natürlich eine feine Sache. So, jetzt muss ich ihn hier noch wegschnetzeln. Aber er wirft leider nicht nur mit Limonade, mit Limetten, sondern manchmal auch mit Handgranaten oder so. Kaktus gecrushed. Nice. Und als Belohnung gibt es Münzen. Na toll, da hätte ich mir auch was Schöneres vorstellen können. Hier ist so eine geile Kaktor-Statue aus Final Fantasy. Wer sich an mein Final Fantasy 10 Let's Play erinnert, kennt vielleicht auch noch den einen oder anderen Kaktor. So, stirb, du komisches Ding, ey. Ich frage mich, ob die Gegner respawnen, wenn man den Bildschirm verlässt. Früher war das ja immer so. Aber ich glaube, aus der Zeit sind wir mittlerweile schon vorbei. Kann das sein? Das war so eher das NES, wo dieses Feature eingebaut wurde. Weil das nicht so einen großen Memory-Kapazitäten hatte. Und deswegen sind bei Mega Man-Spielen auf dem NES immer, sobald man den Screen verlässt, die Gegner wieder da gewesen. Das war teilweise ziemlich nervig. Ja, toll. Hier komme ich aber nicht weiter. Ach so, von da bin ich gekommen, da bin ich runtergefallen. Ich bin ja auch ein Held, ne? Egal, gehen wir halt hier lang. Hier kann ich nach unten. Gibt's hier vielleicht sonst noch etwas? Hier ist eine Truhe. Aber da komme ich nicht hoch. Das ist traurig. Vielleicht, nee. Man kann den epischen Move nicht zweimal hintereinander machen. Das ist schade. Na gut, gehen wir hier lang. Oh, das ist jetzt eine epische Hülle. Ah, vielleicht kann ich mir was Cooles kaufen jetzt. Ah, yeah, Stück gesund. Jetzt kann ich mir richtig gute Sachen kaufen hier. Yeah. Ausdauer regeneriert schneller. Ich habe immer noch nicht verstanden, was der Unterschied hier ist. Erhalte mehr Gesundheit von Gesundheitsorbs. Kaufe ich mal das einfach. Und ich habe noch genug Geld für weitere Sachen. Das ist natürlich schön. Und zwar... Ja, aber was? Ausdauer regeneriert schneller. Klingt sinnvoll. Nehmen wir das. Shopaholic. Yay. Wahrscheinlich, weil ich genug Geld ausgegeben habe im Shop. Also das ist so ein Achievement, das wir gerade eingeblendet wurde. Ich weiß nicht, ob das gerade auch für euch im Video zu sehen war. Drücke nach unten und B, um dich auf einen Gegner am Boden zu stürzen. Ach so, selbst wenn er im Boden ist, kann man das machen. Das
Interessante Information. So, jetzt damit hast du nicht gerechnet, du Spacko, wat? Oh, vielleicht doch. So, jetzt aber geh mal drauf hier, du Kollege hier. Ich sag dir, geh mal drauf hier. Okay, da will einer unbedingt Stress haben, glaube ich. Und noch mehr davon? Ich dachte, es gibt nur einen. Ah. Oh, nee, erst mal noch. Kann das sein, dass man immun ist, wenn man gerade so eine Wurfanimation angestartet hat? Das sah gerade fast so aus. So, geh weg hier. Oh, immer diese Prügeleien hier. Man kann es doch alles auch diplomatisch lösen. Ja, scheinbar nicht. So. Will noch wir hier auf die Schnauze haben? Nee, scheinbar nicht. Gut, im nächsten Part würde ich sagen, erkunden wir hier diese heftige Mine oder was das ist, ein bisschen genauer. Und mal gucken, vielleicht finden wir das ein oder andere Geheimnis und vielleicht ja sogar das Flammengesicht. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich auch über einen Kommentar freuen. Also so mal ganz nebenbei hier an der Stelle gesagt. Ich weiß nicht, wie gut das ankommt. Ich hasse das immer, wenn Leute das sagen in ihren Videos, aber ich habe es jetzt selber gemacht. Oh. Naja. Bis im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao.